Hallo und Glück auf, wir spielen wieder LS19 auf dem PC auf der schönen Karte Burghausen. So, also, das neue Jahr ist ja nun schon ein paar Tage alt, aber hier auf dem Hof geht die Arbeit natürlich weiter. Was soll es anders geben? Was machen wir heute? Den Rudi, den habe ich schon rausgeschickt. Der ist mit dem Klaas und dem Grubber unterwegs. Und muss mir zwei Felder grubbern, und zwar die 12 und auch die 20, die haben wir ja abgeerntet. Da möchte ich dann Mais drauf machen. So. Und während der da so zu tun hat, sag ich mal, werde ich mir mal zwei Anhänger ankoppeln. Hab vorhin schon mit der Zuckerfabrik telefoniert, die haben wieder ein bisschen was an TMR für mich produziert. Und das werden wir uns jetzt mal holen. Und dann unsere Kühe damit füttern. War denn jetzt hier Anhänger zu stehen? Boah! In die Anhänger hin. Hatte ich die nie hierher getan? Ach nee. Nee, 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 nee. Die stehen weiter hinten. Beziehungsweise, wie viel kriegen wir denn in den hier rein? Waren, glaube ich, 11.700 Liter abzuholen. Den kriegen wir 14.000 rein. Das passt doch perfekt. Habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so oft benutzt, den Anhänger. Der ist ja so für einen Hof zum Tiere füttern und so eigentlich gedacht. Jetzt fahren wir mit dem einfach mal runter zur Zuckerfabrik. Ja, und da holen wir uns Mischration. Und danach werde ich dann hier die Lemken Einzelkorndrille ankoppeln. Und werde anfangen, Mais zu säen. Oder Mais zu legen, sagt man ja, glaube ich, richtig. Fahren einfach drauf zu. Ja, hab da auch schon mal beim Händler geschaut, weil ich brauche ja für einen Drescher dann noch ein Maisgebiss, ein passendes. Ja, da sind wir, glaube ich, mit 60 oder 67.000 Euro dabei. Also reicht noch nicht. Aber ich hoffe ja, bis dass der Mais erntereif ist, bin erstmal hier vorbei, dass sich da meine Preise noch ein bisschen entwickeln auf der Karte. Hab ja noch Gerste zu liegen, die ich verkaufen könnte. Raps wäre noch da. Aber im Moment sind die Preise da nicht ganz so toll. Deswegen lassen wir das noch. Und im äußersten Notfall wäre ja noch die Option, bei der Bank zu betteln, ob die uns was geben. Bislang habe ich ja noch keinen Kredit weiter aufgenommen. Hatte ja auch, glaube ich, ganz am Anfang irgendwann mal gesagt, ich würde es gern vermeiden wollen. Aber wir wollen ja auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, ehe wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Würde auch sehr, sehr gerne noch ein Feld kaufen. Und das würde ich dann vielleicht doch über einen Bankkredit finanzieren wollen. Weil den zusammenzusparen, oder das Feld mir zusammenzusparen, das ist, denke ich, etwas zu langwierig. So.
gar nicht rum in einem Zug. Passt das? Passt. So, und ihr habt mir ja das letzte Mal gesagt, der mittlere Ausgabeschacht ist es. Mischration. So, 11.850. Naja. Aber wenn ich die ganze Sache so beobachte, denke ich, langfristig wird das nix hier, wegen der Mischration immer nur Zuckerrüben anzubauen. Weil irgendwann, denke ich, geht mir dann die Kapazität aus. Ich weiß zwar nicht, ich glaube, Zucker könnte ich sogar auf dem Hof lagern. Macht aber eigentlich ja wenig Sinn. Der ist für die Bäckerei gedacht. Aber da brauchen wir noch sehr, sehr viele Komponenten, um die dann mal in Gang zu bringen. Ja, und deswegen denke ich, Mais, Sonnenblumen, einfach noch die anderen Früchte mit anbauen, wo es dann auch, denke ich mal, gutes Geld gibt, ist keine schlechte Idee. Und wie gesagt, dann warte ich ja noch, dass meine Kühe mal ein bisschen in die Puschen kommen und mal ordentlich Milch produzieren. Da wäre ja dann der Plan, ins Milchwerk Soja dazu und dann die leckere Sojamilch herzustellen. So, wie sieht's aus? Soll ich ein bisschen anschieben von hinten hier? Boah! Hat das gesehen? Einfach schön die Vorfahrt genommen. Super! Letzten Mal haben wir auch noch Gras gemäht, die Kühe gefüttert und einen Anhänger voll schon ins Bunkersilo am Hof geschmissen. Das müssen wir auf jeden Fall fortführen. Also soll heißen, wenn die Wiese wieder erntereif ist, der nächste Schnitt sollte komplett da reingehen. Dann können wir Silage herstellen. Stroh ist am Hof. Heu habe ich auch was da. Und dann könnten wir TMR selber produzieren. Voraussetzung natürlich, dass wir noch Geld haben, um uns einen Futtermischwagen zu kaufen. Weil da besitze ich auch noch keinen. So. Kippen wir erstmal das Zeug hier rein. Ja, und zwischen Weihnachten und Silvester habe ich natürlich auch mal ein oder andere Stunde hier so ein kleines bisschen gespielt auf der Karte und habe vor allen Dingen ein paar Missionen gemacht. Aufträge von Kollegen aus Burghausen, um ein bisschen Geld zu verdienen, und damit konnte ich mir dann auch noch ein paar Kühe leisten. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt gekauft habe, ohne dass ich davon ein Video produziert habe. Und soll heißen, ich habe 26 Kühe jetzt. Aber erst 3400 Liter Milch. Gut, ja, Mischration, das ist immer noch schön rot. Oh. Stroh könnten sie noch gebrauchen. Bei halb voll. Nee, reicht. Schluss aus. Ich habe ja gesagt, ich will es nicht mehr so voll knallen. Solange wie es nicht bedenklich ist,
Sie sind ja versorgt. So, was macht mein Freund Willi hier? Hm? Überhaupt schon was zu fressen gekriegt hier? Denke nicht. So, erstmal ein bisschen Mittag. Komm, lass dir schmecken, mein Freund. Genau. Er schafft, braucht Kraft. So, und ich werde jetzt mal hier schon die Drille anhängen. Gewicht lassen wir hier. Hoffe ich bloß, dass die nicht komplett leer ist. So, Dünger sieht schon mal gut aus. Dauert gut, naja. Ich denke, ich werde es gleich erfahren. Wir sehen das hier nicht, die Pfeiler mit wegschiebe. So. Boah, was ist denn jetzt passiert? Boah, eingehangen da hinten. Puh, 42%. Naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, erstmal anfangen. Saatgut kriegen wir eigentlich immer zu kaufen, beziehungsweise, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch die Heckplattform, die ich mir letztens zugelegt hatte, gekauft, und da ist noch ein Big Pack Saatgut drauf. Da müssten wir gar nichts kaufen. Kommt auch manchmal einer rausgeschossen. Nee, alles gut. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie weit der Rudi ist. Wo ist er denn? Ach, da unten. Boah. Das kein Timing ist. Ich muss sagen, ein bisschen Kritik an der Arbeit. Müssen wir mal drüber sprechen. So, Rudi, mein Freund. Ja, siehst ja hier, ne? Ganz zufrieden der Chef nicht. Kleines bisschen mehr Sorgfalt wäre schon schön. Also, müssen wir hier nochmal selber Hand anlegen. Das Beste ist, ich mache noch mal eine Kontrollfahrt hier. Nur minimalistische Stücke, aber ja. Wenn schon, machen wir es ordentlich. So. Aber jetzt denke ich, sieht's gut aus. Werden wir den gleich noch umsetzen. Runter zum Feld 20.
kann der da weitermachen und ich werde mich mit dem Mais befassen. Ja, was jetzt? Du hast ja genug Platz. So, na komm schon hier vorne. Gib Gummi. Ich muss ja hier rum, fällt mir gerade ein. Ah, jetzt kommen ja gerade die dicken Vormischer. Ich halt lieber mal an. Noch einer. Mein Gott, nochmal. Irgendwo eine Großbaustelle, von der ich nichts weiß. Na, also die PKWs, die müssen jetzt auch mal ein Stück an den Rand fahren. Ganz so geht's ja nun nicht. Bin ich denn hier niemand oder was? Boah, die hebelt's einen aus. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht erstmal hier hinten zwei Bahnen querfahren, damit er dann beim Wenden nicht das Problem hat, unser Helfer. Ja, wenn, machen wir auf zwei Felder Mais. Also bei den kleinen Feldern hier zu Anfang bin ich der Meinung, macht das mehr Sinn, zwei Felder dieselbe Frucht zu machen. Einfach ein bisschen mehr Menge oder Masse zu produzieren. Denn wenn die Preise dann mal gut sind und ich komme damit 20 Tonnen um die Ecke, das lohnt sich nicht wirklich. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Den jetzt ja einfach hier fahren lassen und was dann noch übrig ist, das machen wir dann von Hand. Okay, das läuft. Wir werden uns jetzt ja mal mit dem Maislegen befassen. Aufpassen, ich muss erst mal die Einstellung ändern, nicht dass wir aus Versehen hier wieder Zuckerrüben drauf machen. Das wäre ein bisschen blöd. Baumwolle, ja, noch schlimmer. So, Mais. Was ist denn jetzt kaputt? Ist da jetzt was drin? Doch. Zu komisch aus, die Textur. Ich dachte schon, der macht gar nichts. Gut, nehme alles zurück. Kann es ganz ehrlich gesagt ganz schlecht erkennen.
Aber naja, gut. Ist ein bisschen dunkler. Das Einzige, was ich jetzt hier so erkennen kann. Wie gesagt, ich befürchte, es wird mit dem Saatgut dünn werden. Also da können wir dann bestimmt noch den kleinen Arion rüberholen mit der Heckplattform und müssen dann nochmal auftanken. Wir ziehen hier noch eine Bahn. Wegen der Helferfreundlichkeit. Wir sind ja nett zu unseren Helfern. So. So, das funktioniert. Mal, wie sieht das hier unten aus? Das läuft auch. Sehr schön. Gut, dann geht's mal zurück. Hier irgendwas, wo wir einsteigen können, sprich den Klaas Arion. Da ist er. Okay, der hat jetzt natürlich noch den Düngestreuer dran, den müssen wir erstmal loswerden. Heckplattform müsste theoretisch hier stehen. Und praktisch auch. Na, sehr schön. Wusser. Okay. Werden wir jetzt mit dem Teil mal rüberfahren und den schon irgendwo am Feldrand platzieren. Finde ich noch sehr cool und praktisch, das Ding. Gerade hier für so einen kleineren Betrieb. Mal eine Eierpalette fahren, mal eine Big Pack Saatgut oder irgendeine andere Palette, ist das Ding vollkommen ausreichend. So, sieht hier aus. Tja, Wiese schön abgemäht. Eigentlich wäre noch eine Wiese hoch schön.
Ach, es wären so viele Dinge schön, da das Problem Geld nicht wäre. Ah, ich habe zwar Vorfahrt, aber ich lasse dich mal, komm. Ah, der Nachbar hat auch Mais angepflanzt, oder? Ist das Mais? Nee. Doch. Oh, jetzt so komisch aus. Sollte vielleicht einen Trecker mal waschen. Mal wieder durch die Scheibe ordentlich gucken können. Ah, na super. Unkraut ist schon da. Läuft. Hat jetzt noch 23% drin, da oben links. Tja, weit kommt er damit? Fragezeichen. Haben wir jetzt schon geschafft? Mal ein Viertel, würde ich sagen. Und das Unkraut ist schon unterwegs. Oh. So. Das sieht auf der 20 aus, das läuft auch. Denk aber mal. Dann mal hier rumspringen. Wenn der wieder unten ist, werden wir den auftanken. Das reicht nicht. Fahren wir jetzt noch eine Runde mit darunter. Muss natürlich auch, weil ich vorhin gesagt hatte, Maisgebiss kaufen, ja, schön und gut, aber ich muss auch noch dran denken, ich muss als allererstes mir mal diesen DDR-Rübenernter da zulegen. Zuklappen, das Ding. Und damit ist die Kohle schon weg. Vielleicht werden wir uns das Maisgebiss auch erstmal mieten. Ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, wie ich es mache. So. Vorsicht, nicht beim Kollegen da auf dem Acker. Dann habe ich es nämlich gleich mal verkackt hier in Burghausen. So. Das sollte jetzt reichen hier. Für das Feld. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ah, ich gehe mal davon aus. Da werden wir nämlich noch den kleinen da umsetzen. Schon runterfahren. Beziehungsweise ich könnte auch die Plattform da unten stehen lassen, falls ich den kleinen Trecker auf dem Hof brauche. Mal schauen. Okay, also ich werde jetzt mal noch da runterfahren und Vorbereitungen treffen fürs Maislegen auf der 20. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, seid ihr gerne wieder
herzlich eingeladen. Nächste Folge Burghausen wäre dann am Montag nächste Woche. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne ein Däumchen da. Kostenloses Abo wäre auch noch eine coole Sache. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.